Nach der Entscheidung der Bundesregierung hat sich heute die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, zu Wort gemeldet. Sie bleibt bei der Einschätzung, AstraZeneca sei sicher und für alle zugelassenen Altersgruppen perfekt. Die Pressekonferenz der EMA-Chefin Emma Cook. Wir haben diese Pressekonferenz einberufen, um Ihnen mitzuteilen, was der Stand der Dinge ist in Bezug auf die Evaluierung des Sicherheitsausschusses der EMA, der sehr seltenen Fälle von Blutgerinnsel bei Personen, die mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft wurden. Vor 2 Wochen, am 18. März, haben wir eine Zwischenbewertung abgegeben und damals sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffs die Risiken und Nebenwirkungen bei weitem übersteigen und unsere Position hat sich nicht geändert. Die EMA ist eine unabhängige, wissenschaftsbasierte Organisation und wir führen laufend Bewertungen durch. Wir stützen uns auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei unserer Bewertung. Am Montag hat der PRAC-Ausschuss unabhängige externe Experten hinzugezogen aus verschiedenen Fachrichtungen. Und es ging darum, spezielle Aspekte dieser sehr seltenen Fälle zu erörtern. Zu den Experten gehörten Hämatologen, Neurologen und Epidemiologen. Und man hat sich verschiedene physiologische Mechanismen angeschaut und überlegt, ob es potenzielle Risikofaktoren gibt, sodass die Menschen hier Blutgerinnsel entwickeln. Und man hat gesagt, wir brauchen noch weitere Daten, um ein mögliches Risiko bestimmen zu können. Im Augenblick sagen die Experten, dass sie nicht in der Lage waren, irgendwelche speziellen Risikofaktoren zu identifizieren, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen oder Blutgerinnsel in der Vergangenheit. Und ich sagte es ja schon, eine kausale Verbindung zum Impfstoff ist nicht hergestellt worden, aber es ist möglich und insofern müssen wir noch weitere Analysen durchführen. Aber nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, den Impfstoff für bestimmte Altersklassen zu beschränken. Der PRAC-Ausschuss wird sich auch weiterhin beraten und in der nächsten Woche dann zu einem Schluss kommen. Zum Schluss darf ich noch darauf hinweisen, dass unsere Rolle darin besteht, den Mitgliedstaaten der EU die Informationen zu liefern, die sie benötigen, um ihre eigenen Impfkampagnen zu gestalten. Die mögen unterschiedlich sein von Land zu Land, je nach Bedarfslage, den Umständen in den jeweiligen Ländern, der Infektionsrate, den Prioritätsgruppen, der Verfügbarkeit von Impfstoffen, den Druck aufs Krankenhaussystem und so weiter. Aber unsere Empfehlungen werden sich immer auf die Wissenschaft stützen. Die EMA schaut sich alle wissenschaftlichen Daten an, was die Sicherheit und Effektivität der COVID-19-Impfstoffe anbelangt. Und auf der Grundlage von robusten Anhaltspunkten werden wir dann weitere Empfehlungen aussprechen.